Kannst du mir auch was anderes anbieten, wenn du sowas nicht hast wie auch Fingerfertigkeit, dann. Das Pendel unsichtbar machen. Das. Dann kannst du es aber nicht Wäre nicht immer sehen. cool, wenn sie sagt, versteck es, und dann machst du es einfach unsichtbar. Sogar gut gelungen, ja. Also du schaust kurz, wo Jeroboam von Liliengrund ist, wo die Speer sind. Die haben sich wohl gelöst, haben sich dann anderen Menschen angeschlossen, haben sich da wohl auch dann keinen größeren Fokus mehr auf euch. Und Lutisana ist wohl auch schon vorgegangen und am weißen Zelt verschwunden. Nur noch Jeroboam ist der Einzige, der ruhig irgendwie begleitet. Aber ja, abgeschirmt kannst du dann rausholen und es zeigt nach Osten. Nicht auf das Zelt, nicht auf das weiße Zelt, aber nach Osten. Rüber über die Gernaht. Ja, ich packe das Pendel auch sofort wieder weg und schaue meine Gefährten erwartungsvoll an. Dann lass uns mal mit dem Reichsverräter reden. Dass ich das nochmal sage. Mandarion, was wir hier gerade gesehen und gemacht haben, dieses Pendel wird nicht erwähnt. Warum nicht? Weil es ein Geheimnis ist. Warum? Weil ich das so sage. Es erscheint mir keinen Grund. Es ist ein Geheimnis, weil es ansonsten großes Unheil gibt. Und wenn er danach fragt, dann Dann lügt sagt ihr. ihr, nein, nein, nein. Dann sagt ihr, Isarun hat sehr hübschen Schmuck. Das ist keine Lüge, aber es sagt auch nicht konkret irgendetwas aus. Während ihr da noch steht, könnt ihr sehen, wie die Zeltplane aufgeschmissen wird und Leomar vom Berg, gekleidet mit seinem Wappenbanner, dann rausstürmt, zornesrot. Einfach an euch vorbei, ohne euch eines Blickes zu würdigen. Wohl, also nicht direkt an euch vorbei, aber zumindest in das Zeltlager. Oh, der sieht aber wütend aus. Ja, was wollt ihr vielleicht einen Segen auf ihn machen? Dann ist er wieder harmonischer. Nein, ich glaube, das wäre Verschwendung. Sehr gut, Karino. Der Mann ist eh ein Sack. Und dann wollen wir ihn vielleicht nicht warten lassen. Dass der Reichsverräter schlecht von uns denkt, Dame Mir, ne? Du könntest dich ja mal in seine Reihe einreihen. Ich bin kein Reichsverräter, aber es Das ist hatten noch nicht. wir, das hatten wir ja schon geklärt. Es ist nie gut, einen Befehlshaber von, nun ja, mehr als 100 Mann unter seinem Kommando zu beleidigen. Ach, ihr tut ja so, als würdet ihr den Tod fürchten, aber mir. Nun, vielleicht nicht den Tod, aber es steht uns nicht gut an. Ach, das ist wieder diese, ich wurde nicht zu den richtigen Party-Metapher, wie Es ist ihr früher. Höflichkeit, die wir im Horasreich pflegen. Dies mag vielleicht nicht im Mittelreich so sein, aber nun. Eine Alarmfahrt ist ebenfalls anscheinend nicht gegeben. Ja, bei wichtigen Leuten bin ich auch freundlich. Ich treffe hier nur nie welche. Außer Außer Carino natürlich. Carino ist ein wichtiger Mann. Sei es, wie es sei. Wir sollten uns beeilen. Gut, wir sollten aber trotzdem warten, bis der Herr von Liliengrund uns hineinführt oder so. Ja, ihr könnt reingehen. Ihr seid ein Maß an Höflichkeit. Ich könnte es selber nicht überbieten. Soll ich ankündigen oder was? Wäre ganz nett, ja. Ich bin jetzt ein von Rommelis. Könnt ihr gerne einbauen. Ja, da habt ihr euch nicht vorgestellt. Zumindest mir nicht. Bogus und Morenas weiß ich. Rafim! Rafim ibn Kanawa von Rommelis. Ihr könnt ruhig die Pausen dramatisch selber setzen, wenn ihr möchtet. Gehen wir rein. Ja, mich könnt ihr als Zwerg ankündigen. Das hat sowieso keinen Sinn. Ihr versaut mir das auch. W wann werde ich mal angekündigt? Ich bin hier kein Adliger, wie ihr, die ständig nicht angekündigt werden. Ich wollte mal die Gelegenheit genießen. Aber gut, gehen wir halt so Das machen rein. wir beim nächsten großen Bayern-Eintreffen. Dann machen wir das ganz Ich groß. Erinnere dich dran. Glaub mir, da werde ich Auf jeden angekündigt. Fall. Von mindestens zwei Leuten. Sehr schön, das machen wir so. Gut. Ja, er nimmt dann die Zeltplane beiseite und ihr könnt eintreten. Ein großes, geräumiges Zelt, spartanisch möbliert, aber auch ein großer, schwerer Eichenholztisch steht hier ebenso. Mehrere Karten, Strategiepläne. Ihr seht, wie hier mehrere Personen drumherum stehen und sich bereits beratschlagen. Ihr könnt
tatsächlich auch die Banner von Fextern hier erkennt, das Fuchssymbol, den Fuchskopf. Ihr könnt Lidizana erkennen, die hier neben einem alten Mann steht. Es wird wohl der ehemalige Usurpator gewesen sein, der hier unbewaffnet steht mit einem grauen Wappenrock, das die Banner vom Raben und von Travia trägt. Steht da mit einem ernsten Gesichtsausdruck, aber er sieht milder aus. Eigentlich sehr unauffällig. Ungefähr 70 Jahre, weißer Bart, festes Haupthaar, strahlt sowas wie Würde aus. Guckt er euch an und Jeroban kündigt euch dann nur an mit Namen: Ja, hier ist der Held von Romulus und die Gefährten von ihm. Danke, das nehme ich. Das war noch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Tretet heran, ihr Gesandten aus Garad. Lutisana hat empfohlen, dass ihr in dieser Besprechung herangeholt werdet. Dann erzählt er mir, dass ihr die Schlacht von Werheim und von Garad überlebt habt. Das ist richtig. Ja, ich nicht. Dann kommt heran. Gesellt euch an den Tisch. Gerne. Einer der offensichtlichen Fexgeweihten stellt sich dann vor euch hin, salutiert einmal. Vor euch steht Answin Gerbald von Rabenmund der Ältere, Fürst von Friedland, Graf von Werheim und Baron von Rabenmund. Was soll das? Danke, Fexarius, danke. Sollen wir uns jetzt auch vorstellen, Fexarius? Ich habe mir schon eine kleine Rede überlegt. Er verbeugt sich einmal und grinst dir spielerisch zu. Gerne. Rafim Ibn Kanavar, und ich würde dabei meine Arme weit ausbreiten, Held von Romulus, Drachentöter. Ja, und dann habe ich noch eine ganze Menge andere viel Shit gemacht, aber eigentlich bin ich hauptsächlich Basaltfaust. Also könnt ihr euch Basaltfaust zu mir sagen. Was da ist, Isarun, unsere Mager, also wenn ihr magische Belange habt, immer mal an Isarun wenden. Dann haben wir noch Abelmir, der ist sowas wie Isarun, bloß halt keine Mager. Und dann haben wir noch Boltax, den kannst du Sumo-Sachen fragen. Und den wichtigsten Anwesenden natürlich, Kiaras Karinor. Falls ihr mal jemanden fragen wollt, der auch wirklich Ahnung hat, kann ich nur empfehlen. Ich verfolge dich voll immer. So, das war's. Mehr sind wir nicht. Der Fexgeweihte schaut rüber zu dem Elfen und versucht dir so ein bisschen zu helfen, mit dem Kopf so ein bisschen rüber zu Mendarion rüber zu nicken. Ach, ja. Scheiße, der ist neu. Das passiert. Ich übe noch. Der Fexgeweihte fängt an zu lachen. Der Elf. Von Baladin, Tenor. Siehste? Wunderbar gemacht. Also gut. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Danke, Fexarius, und danke euch, Rafim Ibn Kanava von Romulus. Diese Vorstellung. Wunderbar. Bitteschön. So förmlich brauche ich es nicht. Wann kommt man nochmal dazu? Ich will euch gerne hören. Für das Reich. Tretet heran an den Tisch und berichtet. Wenn ihr mögt, ich fasse es kurz zusammen. Alles ist scheiße. So kann man es ausdrücken, ja. Wie viel wisst ihr von dem, was südlich von Werheim passiert ist? Nun, mir wurde zugetragen, dass nicht nur Werheim in einer großen Schlacht fiel, wie wir von hier aus alle wohl erkennen können, sondern auch der Partien und auch Garret kurz vor der Katastrophe stand. Ebenso wurde mir zugetragen, dass Helme Hafax von Osten aus in Richtung Oron vordringen wollte und ebenso Aranien überfallen hat. Nun, ich blicke einmal die anderen an, ob sie einverstanden sind, dass wir ihm Informationen geben. Ich schüttle den Kopf. Habt ihr nicht was darüber erzählt? Habt ihr eine Karte? Bedient euch. Er deutet auf die Karten vor ihm. Du merkst wohl, wie seine Hand ein bisschen zittert. Gut, er ist auch schon 70 Jahre alt, aber trotz des Zitterns wird ihm nicht die Würde genommen. Er wirkt nicht tatrig auf dich. Ja, vor dir eine große Aventurienkarte, auch eine große Dapazienkarte, eine große Werheimkarte, eine große Garrett-Karte. Viele sind beschriftet, Wimpelchen, die irgendwo stecken. Sie scheinen hier wohl keine Geheimnisse vor euch zu haben. Also gut, nachdem die fliegende Festung Werheim vernichtet hat, ist sie mit Galotta zusammen weitergezogen in Garrett. Dort konnte die fliegende Festung, bevor sie noch einmal ihr Unheil verbreiten konnte,
vernichtet werden und ist auf einen Teil der Stadt gestürzt. Und Galotta wurde getötet. Die Stadt befindet sich mittlerweile wieder im Aufbau. Romelis konnte einen Angriff abwehren und wieder befreit werden, und Harfax hat nicht Arania niedergebrannt. So viel zu den guten Nachrichten. Berichtet, dass ihr dafür zuständig gewesen seid, für den Fall des Dämonenkaisers. Wir haben in der Tat Galotta gegenübergestanden, als er sein Ende gefunden hat, ja. Seid bedankt, dass ihr Garad gerettet habt. Nun, es war eine Freude. Euer Hochgeboren, uns ist genauso gut wie euch bekannt, dass ihr unter Reichsacht steht. Weswegen seid ihr trotzdem hier? Für das genau Reich. Wissend. Was hofft ihr für das Reich zu erreichen? Den Untod zu vertreiben und wieder Ordnung in diese Lande zu bringen. Wie gedenkt ihr das zu tun? Gegen den schwarzen Drachen helfen euch Söldner nicht. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wir analysieren die Situation. All das, was wir vor unserem Aufbruch gehört haben, ist, dass die Trollmauer oder der Todeswall, wie er mittlerweile genannt wird, gefallen ist. Die Tore gingen auf. 40 Rondrianer starben in den ersten paar Augenblicken und der Tod zog weiter. Wehrheim ist gefallen, viele tausende Mann starben und von dort aus breiteten sie sich in alle Himmelsrichtungen aus. Zum einen nach Gareth, nach Süden, zum einen nach Romelis, nach Greifenfurt, nach Weiden. Sie breiteten sich, nachdem Wehrheim gefallen ist, in alle Himmelsrichtungen aus. Und wir versuchen, dies zu stoppen. Wir haben Greifenfurt zurückerobert, wir haben Weiden zurückerobert und nun stehen wir vor Wehrheim. Wir wissen, dass wir mit natürlichen Mitteln, mit profanen, profunden Kenntnissen gegen den schwarzen Drachen nichts ausrichten können, aber zumindest können wir Dapathion retten. Wenn ihr sagt, dass in Gareth die Situation soweit geklärt ist, dann müssen wir zumindest nicht weiter nach Süden vordringen, sondern können hier verharren. Hier aus in Richtung Osten über die Gernat aufbrechen. Dies sind die Ziele, die mich nach Süden getrieben haben, wohl wissend, dass ich weiterhin als Usurpator gelte. Und dass ich nicht auf dem Kaiserthron geduldet werde. Darum geht es mir auch nicht. Auch wenn ich nicht viel Gutes von Selindian gehört habe, aber dies ist ein Kampf, den ihr unter euch klären müsst. Ich bin zu alt. Sagt, ihr seid sicherlich jetzt schon eine Weile hier. Was hat der Feind bis jetzt an Gegenmaßnahmen gegen euch getan? Hat er überhaupt reagiert in irgendeiner Weise? Die Herrmeisterin Mirona, ja, Menario, schickte vor allem in der Nacht eine Unzahl von Untoten, die wir allerdings abwehren konnten. Wir kämpfen hier defensiv und haben nicht weiter vor, Wehrheim einzunehmen, zumindest noch nicht. Das wird sich vielleicht in der Zukunft ändern, aber wir brauchen so etwas wie ein Entsatz, einen Befreiungsschlag. Ist Albrax hier durchgekommen? Albrax war vor einigen Stunden noch hier. Ich glaube, er wollte noch wiederkommen. Oh, das ist sehr erfreulich zu hören. Ach, ja, wunderbar. Das klingt doch gut. Nun, ihr habt fähige Zwerge hier. Albrax ist hier. Mir würde jetzt nicht einfallen, was doch schieflaufen sollte. Ach, ja. Er berichtete mir von einer Zeit der Angroshim, die er in Angbar ausgerufen hat, nachdem er gemeinsam versuchte, gegen die Elementarwesen zu kämpfen. Wisst ihr, ob der Alagrim gefallen ist? Der Alagrim wurde den Berichten von dem Hochkönig nach aufgenommen, aufgesogen in die Essenz vom Schwarzen Drachen. Ah. Die Flamme von Pyrdakor ist nun die Flamme von Rassasor. Sein Feuer glüht nun noch unheiliger. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich muss mit Albrax darüber reden, sobald ich ihn sehe. Ich fürchte, Wehrheim wird nicht groß einnehmbar sein, solange der Drache dort noch residiert und wir keinen Weg gefunden haben, den Drachen zu vernichten. Doch die Schlacht von Wehrheim scheint zumindest ein gutes Ergebnis gebracht zu haben. Das Artefakt, das wir dort zerstören konnten, scheint dafür zu sorgen, dass die Untoten sich nicht mehr am Tage bewegen können. Ich habe auch eine Frage.
Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht den Reichsthron für euch beanspruchen, gilt das auch für eure Familienmitglieder, eure Erblinie? Verzichten sie auf den Thron von Gareth? Ich habe mit meinen vielen Verwandten nicht ein jedes Mal gesprochen, aber viele haben ihre eigene Meinung. Aber ihr müsst verstehen, dass ich nicht mehr das Oberhaupt der Familie von Rabenmund bin. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt Irmegunde. Sie sitzt in Romelis. Sie führt in meiner Abwesenheit oder seit meiner Abwesenheit die Familie. Ja, die haben wir ja schon getroffen. Ihr will mit eurem Heer also nicht einen Usurpationskrieg anführen oder unterstützen? Nein. Leomar sagte mir eben, beziehungsweise auch schon vor einiger Zeit, dass mein Enkel, Anselm der Jüngere, diese Wallefälle vorschlägt. Er will mich wieder dort sehen, aber vor allem aus Eigennutz. Ebenso Helmbrecht der Zweite, Rayanda möchte mich dort sehen, Ludegar. Aber ich habe auch viele in der Familie, die gegen mich sind, so wie Hildegard oder Goswin, Thorwulf, Urian. Ja, ihr seid ein lustiger Haufen, das ist nicht abzustreuen. Wie ist euer derzeitiger Kontakt mit euren Familienmitgliedern? Ich spreche vor allem denen, die auf Burg Rabenmund residieren. Sporadisch. Es gibt einige Späher, die sich für wenige Zeiten durchkämpfen, die allerdings auch Verluste erleiden, wenn sie sich hindurchschlagen durch die Untoten, aber es ist möglich. Wir können mit Burg Rabenmund kommunizieren, dort sitzt mein Enkel, aber mit Oxweide ist der Kontakt zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, weil die Paktierer des Rastlosen und auch die Todesdiener in Gallis dies nur schwerlich zulassen. Und mit Romulus haben wir keinen Kontakt. Würdet ihr euch einem neuen Kaiser unterwerfen, seine Befehle befolgen und wieder ins Exil gehen, eure Truppen unterstellen, dem neuen Kaiser? Ich habe so oder so vor, nachdem dies vorbei ist, zurück ins Exil zu gehen. Und wer in Gareth auf dem Thron sitzt, ist mir einerlei. Ihr habt mich damals in die Verbannung geschickt. Ihr müsst nun wissen, wie ihr ohne mich auskommt. Das klappt ja so mittelprächtig. Ja, wenn irgendwelche niederhöllischen Mächte endlich aufhören würden, uns anzugreifen, würde es noch besser klappen. Ja, der Thron ist nicht wirklich verführerisch aktuell. Man kann nicht alles haben, Isao. Man kann nicht alles haben. Luthisanna trug mir zu, dass ihr Agenten von Nimrod seid. Aber der ist doch tot. Der ist tot. Genau das wollte ich wissen. Ob er noch lebt oder ob er gefallen ist. Nein. Er ist Galad hat zum Opfer gefallen. Ihr kanntet ihn persönlich? Das ist der Grund, warum ich in Verbannung lebe. Und hegt ihr immer noch unschen Groll gegen ihn? Mittlerweile habe ich mich mit seinen Intrigen abgefunden. Ich habe ihm den Tod nicht gewünscht. Das nicht. Nicht mehr. Vor allem keinen Tod, der mit den Niederhöllen und dem Dämonenkaiser zu tun hat. Nein, nein, das nicht. Aber ich war sehr enttäuscht von ihm. Weil er nun ja. Aufgrund der Aufdeckte? Entschuldigung, erzähl weiter. Nein, nein, ihr habt einen guten Punkt. Seid ihr enttäuscht von ihm, weil er eure Intrigen aufdeckte? Was genau meint ihr mit Intrigen? Nun, es geht das Gerücht um, ihr wolltet den Thronfolger vergiften, um euch selbst auf den Thron zu setzen. Deswegen wurdet ihr doch angeklagt. Dieses Gerücht existiert, korrekt. Und deswegen wurde ich angeklagt, korrekt. Habt ihr euch nie gefragt, warum ich mit einem blauen Auge davon kam und in die Verbannung gehen durfte? Euer hoher Stand? Ihr sagt jetzt bestimmt, ihr seid unschuldig. Nun ja, wer war noch damals eure Richterin? Genau das. Und auf wessen Seite stand sie letztendlich? Nun, wo sie nun und aktuell residiert, ist mir wohl bekannt und ich möchte mich davon scharf distanzieren, aber was ich damit meine ist,
Und das solltet ihr euch bei Intrigen am Hofe immer fragen, cui bono. Die Geschichten sind lang her. Was sind es? 30 Jahre, aber... Naja, das ist nicht wirklich lang, also... Ich möchte damit sagen, dass ich vielleicht deswegen so wenig bestraft worden bin, weil es keine Beweise für diese Tat gab, sondern nur Hinweise, die wohl drapiert wurden. Ihr sagt also, ihr habt den Thronfolger nicht vergiftet. Das hat er nicht gesagt, er hat nur gesagt, er hat es gut vertuscht. Es und euch nicht vertuscht. Unrechtmäßig zum Kaiser des Mittelreiches habt krönen lassen. Oh, ist das denn jetzt wirklich relevant? Man muss in der jetzigen Situation wahrscheinlich nicht. Die Verbannung ist schließlich rechtskräftig. Bitte, Abelmir? Es ist schon wichtig, die Beweggründe hinter diesen Taten, warum er es tat. Also, sagt, habt ihr ihn vergiftet oder nicht? Mich vor ein paar Helden von Verham und Gareth rechtfertigen, wird mir sicherlich wenig helfen und ich habe diese Geschichte, weiß Gott, schon oft erzählt, aber nein, ich tat es nicht. Ich habe Brynn nicht vergiftet. Und ja, ich setzte mich auf den Thron, aber dies geschah zu einer Zeit des Umbruches, als ich angenommen habe, dass das Reich einen starken Herrscher braucht, in Zeiten der Orks. Nun, ich lag falsch. Ich habe ihn nicht vergiftet, aber ja, ich habe mich auf den Thron gesetzt. Ich schaue ihn so rum an. Man müsste jetzt Nemrod zu Protokoll bitten, aber der hat sich ja aus der Affäre gezogen. Aus der Affäre gezogen? Das ist wohl kaum des Barons würdig. Ich habe das Gefühl, dass ihr sehr angespannt seid. Sind wir nicht eher hier, um über den Drachen zu reden? Genau, das wäre vielleicht sinnvoller. Lysanna klopft da mal auf die Aventurienkarte und der Fexgeweihte wird ebenso dann den Teil von Werheim einmal beiseite ziehen und dann Blick auf die Aventurienkarte richten. Wir planen einen Befreiungsschlag, und zwar auf Wahrung. Damit versuchen wir, den schwarzen Drachen von Werheim wieder wegzulocken und in Richtung der Albtraumpyramide zu lotsen. Wenn dies gelingt, können wir einen Schlag gegen Verham führen und sie zurückerobern, damit diese Globule endgültig vernichten. Warum ist jedoch sehr weit entfernt und auf dem Weg dorthin werden sehr, sehr viele untote Horden warten. Korrekt. Hält denn etwas den Drachen davon ab, einfach wiederzukehren? Aber mir fällt gerade etwas ein, Gallus ist doch nicht gefallen, oder? Müsste das nicht auf dem Weg liegen? Die Mauern von Gallus stehen, so unsere Speer. Naja, und wir haben erfahren, auf unserem Wege, dass Gallus offensichtlich nicht verheert worden ist. Also es ist damit zu rechnen, dass sich dort auch Leute befinden werden. Nun, aber ihr sprach doch vorhin davon, dass dort Todesdiener seien. Gallus ist in der Hand von einer sogenannten Skirre. Eine Torwalerin, die für die Nekromanten kämpft. Diesen Namen haben wir doch schon mal gehört. Wirklich? Ja. Ach, das ist diese Hetfrau von dem Mann, genau, den ich vergraben habe. Ja. Offensichtlich. Ah, ich erinnere mich. Vielleicht sollten wir sie auch vergraben. Das hat mir eigentlich gefallen. Aber sie lebt doch noch. Man sollte sich wundern, wie viele Verrückte sich den Herzen anschließen. Ja, egal, nach Wahrung. Wie wollt ihr dorthin kommen? Wir planen die Kontaktaufnahme mit Isla von Schattengrund. Wo soll sie sich aufhalten? In Dapazien. Tatsächlich. Unsere Speer suchen sie bereits. Ich weiß nicht, ob sie über Rondrianer gebietet, die dort noch umherlaufen, aber wir planen wohl mit Isla von Schattengrund einen Exkurs in Richtung Wahrung. Wenn die schwarzen Lande immer noch bitter und finster sind, dann, wenn mit ihrer Hilfe nicht über Altzoll, dann über Romulus und Perikum über die See. Vielleicht über die Trolls, ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee, diese See im allgemeinen Meer. Aber das war schon. Nein, das wollt ihr nicht. Ihr könnt einen Windzug spüren, die Tür des Zeltes wird einmal zur Seite gezogen. Was? Hör ich da Beutrax? Ah! Haha!
Oh, Albrax! Mensch! Oh, Väterchen! Dieser wurde auch da, und habe mir! Oh. Schön, dass ihr hier seid! Ja, grüßt euch, Väterchen! Ja, ihr könnt Albrax, den Hochkönig, wieder vor euch erkennen. Immer noch mit einem ja, ziemlich vernarbten Gesicht, die er dann wohl auch aus der Schlacht von Werm noch bei sich trägt. Aber er sieht glücklich und gesund aus. Seine Beine, seine Arme sind wohl auch wieder genesen, nachdem sie ihm mehrfach gebrochen waren. Nachdem er dann ja, in Gareth dann den Ogerlöffel bediente. Ja, Mensch, ihr seid also auch hier. Mensch. Es ist so gut, euch zu sehen. Überraschung. So. Und wer bist du? Helfen hast du jetzt auch, Beutax. Du führst ja eine ganze Menge mit dir mit. Ah ja, der ist schon ganz hilfreich. Der kann sehr weit schießen mit einem Bogen. Albrax geht auf dich zu, Mendarion, und gibt dir die Hand. Ich bin Albrax. Ich bin Mendarion. Es ist schön, dich kennenzulernen. Ich bin der Sippenführer hier. Gehört Boltax zu deiner Sippe? Alle Zwerge gehören zu meiner Sippe. Mhm. Egal, ob sie in den Bergen wohnen oder überall. Mittlerweile gehören alle Zwerge dazu. Ich dachte immer, es gäbe mehr als nur eine. Sippen? Es gibt mehrere Sippen, aber ich bin die Obersippe. So. Also so etwas wie ihr König. Ja, kann man so sagen. Hochkönig. Genau. Finde ich egal. Nimm mich einfach Albrax. Ich bin, bin hier derjenige, der aufpasst, dass das Bier nicht ausgeht. Ja, das ist eine wichtige, wichtige Sache. Ich habe so lange schon kein gutes Bier mehr getrunken. Und dann stell dich doch zu uns. Wir sprachen gerade über den Drachen. Schaut so ein bisschen enttäuscht in die Runde. Ja, meine Witze werden wohl auch nicht besser. Ein Witz? Ich dachte wirklich, du bist für das Bier zuständig. Ja, bin ich auch, aber es war trotzdem eigentlich lustig, oder nicht? Natürlich war das lustig. Ja, doch schon. Du musst mir die Stimmung verzeihen, die ganzen Leute hier ziehen meine Stimmung runter. Ja, es ist schwierig im Angesicht von Drax zu lachen. Boltax, ich habe gehört, du wurdest aus der Bierbrauersippe ausgeschlossen. Was ist da los? Ja, das war furchtbar. Du machst wieder so viel Unsinn. Nein, das Pilzzucht ist überhaupt nicht... ist auch verboten, Albrax. Oh, habe ja. Ich auch gehört. Da bin ich das herausgefunden. Die Richter aus Sorgan. Da will ich einmal vorgehen gegen die gierigen, verschlagenen, hinterhältigen, bösartigen... Ich habe schon gehört, Gräuber. Ah, ja. Du erinnerst dich ja noch, was das letzte Mal passiert ist. Und da dachte ich mir, dieses Mal gehe ich lieber den ersten Schritt, bevor die wieder sowas machen. Und, naja... Dann ist halt eins zum anderen gekommen und weil unser Abel mir hier keine Elementare beschwören kann, hat er die wieder angezündet und dann ja, wurden wir angezeigt. So, ich habe euch unterbrochen. Als ich gerade reingekommen bin, habe ich gehört, dass du über die blutige See schimpfst. Schon richtig, aber was wolltet ihr sagen? Ihr wollt nach Warung? Wir nicht, nein. Also wir wollen auch nicht nach Warung. Der Reichsverräter und seine Jungs wollen nach Warung. Richtig, sie haben uns gerade ihre Pläne mitgeteilt. Sie wollen den schwarzen Drachen hier fortlocken. Sollten wir ihm nicht helfen, wenn das ist, was den Drachen hier fortbringt? Dafür sind wir doch hier.